unmittelbare Umweltschutz, das Reich Hitlers in Deutschland, das Ausbleiben der Energie. Wenn nur die Schüler nicht sterben. Immer und überall stören die Schüler. Alles bringen sie durcheinander. Wenn es um die Befreiung der Menschheit geht, wollen sie zur Disco laufen. Statt begeistert hinter den Lehrer denkend herzutritteln, sagen die nur, wann ist endlich Pause? Die gerechte Sache auf der Welt, kennen Sie die mit dem Kugelschreiber oder dem Füller? Oder mit dem Noten? Im entscheidenden Augenblick suchen Sie ein Lehrbuch, das Handy oder das Klo. Kurz bevor das Energieproblem gelöst wird, spielen die Schüler Schiffe versenken. An den Schülern scheitert eben alles. Mit denen ist kein Staat zu machen. Ein St. Höhehüten ist nichts dagegen. Kleinbürgerliche Interessen, Konsumidioten, Überreste einer kaputten Gesellschaft. Man kann sie doch nicht alle rausprüfen. Man kann doch nicht den ganzen lieben langen Tag auf sie einmotivieren. Ja, wenn die Schüler nicht wären, dann sähe der Unterricht schon anders aus. Ja, wenn die Schüler nicht wären, dann ging alles ruckzuck. Aber wenn die Schüler nicht wären, hätten wir kein Grund zum Schimpfen und auch keine Arbeit. Und viel Erfolg in Zukunft.